leise sein, liebe GameStar-Leser, denn unser Soldatentrupp schleicht sich hier gerade heimlich über eine Brücke. Naja, aber dummerweise haben die Gegner aufgepasst, deswegen muss es halt doch wieder mit Gewalt gehen. Das macht aber gar nichts, denn schließlich sind unsere Jungs im Echtzeit-Taktikspiel Panzers bis an die Zähne bewaffnet. Typisch Offizier, wenn die gewöhnlichen Soldaten die Arbeit machen, lässt sich unser englischer Held hinter der Front von Sanitätern versorgen. Die Feinde rechts im Bild liegen übrigens hinter einer Sandsackbarriere, was ihnen erhöhte Defensivwerte einbringt. Nützt aber nichts, denn unsere Jungs sind in der Überzahl und schon ist die Brücke erobert. Natürlich lassen die Deutschen den Verlust der Brücke nicht auf sich sitzen und schicken einige Panzer zur Verstärkung. Da unsere MG- und Gewehrschützen gegen die Tanks keine Chance haben, stellt uns das Programm einige Bazooka-Soldaten zur Verfügung, die hier bereits die ersten Kettenfahrzeuge aufs Korn nehmen. Wie man sieht, mit durchschlagendem Erfolg. Wenn unsere Jungs in die Hocke gehen, treffen sie leicht ans Schwarze und der Panzer hat sichtlich mehr Mühe, einen Treffer zu landen. Das kapiert auch die schlaue KI, deswegen zieht sie ihren Tank einfach zurück. Ob er jemals wiederkommt? In die Serie Brachial-Taktik gehört dieses Beispiel. In dem hübschen Landhaus da hinten haben sich einige deutsche Soldaten verschanzt. Nur haben die nicht mit unserer Artillerie gerechnet, die das Gemäuer einfach in Schutt und Asche schießt. Unser eigentliches Einsatzziel wäre ja dieser Konvoi gewesen, der gerade hinter dem Haus vorbeifährt. Nur erwischt den unsere Artillerie leider nicht mehr. Naja, bis zur Veröffentlichung Mitte 2004 bleibt ja noch ein bisschen Zeit, an der richtigen Taktik zu feilen.